Sprung voller Sucht. Yo Lines, was geht ab? Heute Back- und Bizeps-Training, also Rücken, eher oberer Rücken und Bizeps-Training. Wir fangen sofort an, damit wir nicht zu viel Zeit verschwenden. Die Sonne geht auch schon wieder unter, es ist erst 2 Uhr hier in Berlin. Yo, da bin ich auch beim Latzieren. Ich muss sagen, da ziehe ich wirklich nicht viel. Ich glaube, schau mal rein in meinem Buch hier nach, 60 Kilo sind das. Das heißt, nicht mal mein eigenes Körpergewicht, ziehe ich 4x 8 bis 12 Wiederholungen. Versuche es aber recht konzentriert und langsam zu machen, zumal es das raufkommen lassen. Also runterziehen, ein bisschen schneller, ein bisschen effektiver, aber trotzdem das Gewicht langsam wieder raufkommen lassen und schön weit strecken mit den Armen. Und dann wieder zu sich ziehen und mit dem Lat versuchen, sich zu konzentrieren, mit dem Lat zu ziehen und nicht mit dem Bizeps zu ziehen. Das werde ich euch auch noch mehr, noch öfters hier im Video erklären. Weil ich weiß, Prost Joey, dass viele mehr mit dem Bizeps ziehen, wie eigentlich mit dem Rücken konzentriert trainieren. Hatte ich gestern auch wieder einen Kumpel, der gesagt hat, ich spüre irgendwie beim Latziehen mehr den Bizeps wie mein Rücken. Ja, wie gesagt. Oh, dann sind wir auch schon hier beim isolateralen Lat Pulldown bei der Hammer Strength. Ich bekomme das Wort nicht ausgesprochen, tut mir leid. In dem Raum, Beast Mode Raum im High Five. Auf jeden Fall isolateral, das heißt One Arm, Single Arm ziehen. Auch da wieder sehr wichtig, halt mit dem Lat zu ziehen, weit auszustrecken. Das sehen wir gleich im nächsten Teil vom Video besser. Okay, ja, da schön weit ausziehen und wieder anziehen. Da hebe ich auch nur so 40 Kilo pro Seite. Dann kommen Sie ehrlich gesagt zu meinen Hassübungen. Klimmzüge zum Maximum. Ich mache jetzt den breiten Klimmzug zum ersten Mal da und schaffe, glaube ich, auch nur 8 Stück beim ersten und beim zweiten nur 6 Stück. Also ich bin da echt noch eine Pussy. Hier noch den zweiten, da glaube ich habe ich nur 6 bekommen. Aber wie gesagt, zweimal Muskelversagen. Aber wenn du schon halt Lat ziehen hast, zweimal, dann ist der Lat auch schon gut angezogen. Dann kommen wir zu T-Bar Row. Auch hier ist ja natürlich einen geraden Rücken zu haben, eine gerade Wirbelsäule. Mit dem Kopf auch zu haben, das heißt den Kopf nicht zu überziehen, nicht zu überdehnen und schön langsam an sich anziehen. Auch sehr wichtig, wenn man das Gewicht zu sich nimmt, auch da einen geraden Rücken haben, das heißt Brust raus, Kopf angespannt und raufziehen. Weil viele sich dadurch eher den Rücken, verscheißern. Wenn sie sich das Gewicht zu sich nehmen und nicht bei der Übung selbst. One Arm Dumbbell Row. Ja, auch hier wieder wichtig, halt weit anzuziehen. Ich habe das am Anfang jetzt auch nicht gemacht, aber jetzt kommt es. Ja, jetzt geht der Joey weit suchen. Und schon langsam, da bin ich glaube ich mit so 30 bis 34 Kilo unterwegs. 12, 10, 8, 6 Wiederholungen. Und dazwischen immer eine Minute Pause. Also 60 bis 90 Sekunden Pause. Da ich ja in der Diät bin, bin ich jetzt so ungefähr bei 60 Sekunden bei den großen Muskeln und bei den kleineren bei 45 Sekunden. Auch immer schön langsam runterlassen und effektiv raufziehen. Auch hier wieder den Bismuth-Raum. Isolateral Row. Ich bin da einen anderen Weg gewohnt und darum spielt diese Übung mehr im Nacken. Da sagt mir dein Kumpel Vincent, ich soll den Griff eher unten machen, was ich jetzt hier im nächsten Video mache. Jetzt kommt es da. Und habe schon mehr im Lat gespürt, in meinem Rücken und nicht mehr zu viel im Nacken. Dann kommen wir zu Cable Row, 4x10 bis 15 Wiederholungen. Und ja, auch hier wieder sehr wichtig, standhaft zu stehen, weit auszuholen und effektiv anzuziehen. Einmal so 1 bis 2 Sekunden halten und dann erst wieder raufgehen.
habe ich mit, glaube ich, 60 Kilo rumgefahren, ja, 60 Kilo kann stimmen. Und dann kommen wir auch schon zu den Bizeps Curls im Sitzen, sehr konzentriert arbeiten, bin ich auch nur mit 12 Kilo unterwegs, ich mache da 15 Wiederholungen, soll ich da erreichen, aber ganz so standhaft im Sitzen schaffe ich die 15 Wiederholungen ehrlich gesagt nicht, darum setze ich mich gleich auch auf, ja, jetzt kommt es zu weit. Aber auch da wieder wichtig, nicht mit dem Rücken jetzt hin und her zu schwanken, sondern standhaft im Rücken trotzdem zu bleiben. Die gehen voll echt rein, ich hasse sie eigentlich, aber ja, ist wie Medizin. Das, was nicht so gut schmeckt, hilft am besten. Das gleiche ist mit Training. Hier nochmal die Preacher Curls, das heißt Einzelarm Preacher Curl. Das habe ich 4x15 auch gemacht, mit 12 Kilo. Die gehen auch gut rein. Ja, das war eigentlich auch schon mein Programm und dann ist es bis gleich. Yo Lines, was geht ab? Wie findet ihr meine neue Kiste hier? Also ich fühle mich hier sehr wohl. Das ist einer meiner neuen Designs. Und ich wollte euch jetzt mal Danke sagen für 2015. Das ist das letzte Video, was für dieses Jahr erscheint. Das nächste Jahr wird, glaube ich, am 2. oder 3. Januar zuerst ein Video erscheinen. Es werden viele neue Videos nachkommen und auch Fotos. Ich habe vieles Neues auf dem Plan. Neues Konzept aufgebaut mit Trainingsbildern und Erklärungen. Trainingsvideos mit anderen YouTubern und Facebook-Bloggern. Was kommt noch darauf zu? Ja, vom 6. bis zum 11. Januar bin ich in Luxemburg. Von da aus kommen auch ein paar Videos. Guten Rutsch ins neue Jahr. Lines, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte Daumen oben lassen. Kommt die Kiste jetzt hin, da unten? Also da unten. Kostenlos könnt ihr mich abonnieren auf YouTube und dann auch meine anderen Abos checken natürlich. Also meine anderen Channels, Instagram, Snapchat, Facebook. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Lines.